Warning, it is highly recommended to take breaks while playing this game. Longer play sessions can damage your brain and gameplay experience. Oh mein Gott. Als ob. Ihr habt's gehört, das Spiel ist lebensgefährlich. Es kann zu Gehirnstörungen führen und man macht sich sein Leben durch das Spiel kaputt. Deswegen herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play-Projekt. Und zwar MacPixel. Das Spiel ist sowas von trashig und dämlich, dass es wieder geil ist. Das ist wirklich ein Let's Trash. Das wäre so ein absolutes Trash-Game. Und ihr wisst, ich habe ein Favorit für sowas. Aber das ist wirklich so schlecht, dass es auch wieder für die Masse, für den normalen Menschen lustig ist. Echt. Das ist so witzig, das Spiel. Hat so ein bisschen hier die C64-Grafik, Commodore 64. Gibt es lustigerweise auch für das Spiel. Gibt es natürlich auch für Steam. Da spiele ich es drauf. Und für Android und für viele andere Sachen. Auf jeden Fall, MacPixel, das ist so ein Typ, der versucht irgendwie die Welt zu retten und denkt so, er wäre der neue Superheld. Aber, nun ja, er ist eigentlich nur ein ganz gewöhnlicher Typ. Und dieses Weltretten geht sehr oft schief. Man muss in dem Spiel eigentlich nur Bomben entschärfen. Aber das auf dämlichste Art und Weise, das ist einfach nicht normal. 100% mache ich in dem Spiel nicht, weil es einfach bekloppt ist in dem Game. Ich werde trotzdem das Finale zeigen, wo man halt eigentlich nur mit 100% hinkommt. Weil ich habe meine Umwege, ich habe YouTube. Jetzt zeige ich das einfach per YouTube. Aber das hier ist kein 100% Let's Play. Wir schauen uns auch nur in Story Modus an, weil ich denke mal, diese MacPixel-Erfahrung reicht auch. Guck, um den Story Modus zu betreten, muss ich jetzt der Opi von seinen Hocker kloppen. Ja. Fragt einfach nicht. Fragt einfach nicht. Hier, Chapter 1. Jetzt muss man mit dem Kitty MacPixel ins Loch fliehen. Sieht natürlich jetzt aus wie ein trashiges Point-and-Click-Adventure, was ganz, ganz anders. Ich habe das damals beim Streamer Forsen gesehen und habe mich direkt in das Spiel verliebt. Ich habe mich so tot gelacht. Easy come, easy boom. Chapter 1, Level 1. Und jetzt diese catchy Musik dazu. Das ist so geil. Ich habe das mal angezockt. Nur um zu sehen, ob das auch passt ja mit den Settings. So, hier haben wir einen Hotdog. Und ihr seht, hier ist eine Zündschnur. Keine Ahnung. Komm, mach mal aus hier, der Hotdog. Oh, ich habe nur Ketchup drauf gemacht. Das ist so random, das Spiel. Das Spiel ist so bescheuert. Er macht einfach Ketchup auf die Bombe. Okay. Wikinger-Axt. Hey, Girl. Ich würde sagen, das ist excellent. Was war das? Oh nee. Einfach die Welt zerstört. Anstatt die Welt zu retten. Es ist halt immer richtig bekloppt. Muss auf irgendwelche seltsame Art und Weise. Warum ist da oben Dynamit? Hä? Was ist das für ein Scheiß? Du musst auf eine seltsame Art und Weise versuchen, die Bombe zu entschärfen. Klappt nur meistens nicht. Insert Virgin. Das ist aber nicht jugendfrei. Geht auch ein Knochen? Wahrscheinlich hätte ich die Frau da reinschmeißen müssen. Wahrscheinlich ist das eine Jungfrau. Oh Gott. Jetzt zu clever, es geht immerhin weiter. Und dann geht es ja von vorne los, bis man es geschafft hat. Hey, sieh da, sie haben ihr Gebiss verloren. Ja, nimm das Gebiss, du Blödmann. Hä? Jetzt habe ich gegen die Bombe getreten und es explodiert. Manchmal ist es wirklich so blöd, dass man einfach nur gegen die Bombe treten muss. Glaub mir. Nee, ey, was ein Spiel. Komm, ein Pokal. Da ist bestimmt die Bombe drin. Notschalter, alle raus hier. Das war richtig! Das war richtig! Was? Warum war es jetzt richtig? Der Typ hat aus dem Schließfach die Bombe rausgenommen, geht mit der Bombe weg. In dem Spiel sollte man nicht mit Logik agieren und es auch nicht hinterfragen. Ja, nehmen Sie Ihren eigenen Hotdog, der schmeckt nicht. Dann mal Senf. Hey, ich wollte Senf! Oh, ist das kacke hier. Ich wollte jetzt den Senf und nicht den Ketchup. Och Mann. Es geht so lange, bis man es geschafft hat. Und das könnte sich auch Gold verfärben. Aber dann müssen wir alle Optionen... Was war das denn? Nimmt einfach die Ärztekittel und schnäubt da erstmal rein.
Also es könnte sich hier von Silber zu Gold verfärben, muss man alle Optionen durchgehen. Das wäre doch ein bisschen too tough. Das ist einfach nur nervig. Ist halt witzig, wenn man das random rausfindet. Hier, wollen Sie eine Kerze? Sie wollen eine Kerze, oder? Naja. Bevor er in Luft gesprengt wurde, ist er nochmal lebendig verbrannt worden. Und das mit einer Kerze. Da hilft ihm nun nicht seine Shaolin-Kampfkunst. So, jetzt mache ich das mal. Mädchen. Okay. Ich wollte ja nicht reinschmeißen. Insert Virgin und so. Vielleicht ist sie keine Jungfrau. Wer weiß. Vielleicht ist sie es gar nicht. Hey, der ist so dick. Was ist los mit ihm? Sir? Der kriegt jetzt das Gebiss. Er ist so fett. Was ist mit ihm nicht richtig? Der ist so schwanger, ey. Was ist das? Ach so. Weil er jetzt Schmerz am Fuß hat, hat er mit dem Gebiss die Bombe aus dem Fenster getreten. Aha. Das ergibt natürlich Sinn. So, jetzt nehme ich den Senf. Ich will nicht den Ketchup. Ich will nicht den Ketchup. Sag mal, was ist das denn? Du hast doch gar keine andere Möglichkeit. Also das erste check ich halt gar nicht. Und das soll das erste Level sein? Nur mein Leichter. So, Mädchen, was ist mit ihm eigentlich? Der hat das Dynamit gefressen. Einmal schön auf den Bauch schlagen und kackt er das Dynamit aus, was? Ist natürlich logisch, definitiv. Nein, das hatten wir doch schon, oder? Nee, das hatten wir nicht, aber... Keine Ahnung, was ich hier machen muss beim buddhistischen Mönch. Vielleicht müssen wir Shaolin Kampfkunst beibringen lassen. So, was mit der Kuh? Was mit der Kuh? Willst du einen Knochen? Du willst einen Knochen, oder? Was machst du da? Und die Kuh liebt das auch noch. Hat er gerade die Kuh geschwängert? Hat der MacPixel gerade die Kuh geschwängert? Die Spiel ist nicht jungfrei. Ich hoffe, ihr seid nicht minderjährig. Sag mal, hier ist eindeutig das TNT drin. Kann ich das nicht einfach im Busch werfen oder so? Vor allem, was ist das da hinten? Das ist ein Tier. Ja, okay. Was ist das? Ein Eingeborener hat die Bombe geklaut. Okay. Das ergibt Sinn. So, was ist jetzt mit den... Komm, bring mir deine Shaolin-Kampfkünste bei. Komm, tu es. Mann, was soll ich hier machen? Hilfe. Kann ich mich nicht einfach verstecken? Das ergibt echt keinen Sinn, ja. So. Monsieur-Statue. Ach so. Die Statue musste niesen. Okay. Ich eine Kerze unter seinen Face-Seite. Muss die Statue niesen. Guck, hier haben wir jetzt sogar Gold. Das bedeutet, ich habe da alles ausprobiert. So, dann habe ich eigentlich nur die Option, der Frau den Knochen zu geben. Jetzt geht sie doch hinterher. Warum rennt die Frau hinter den Knochen her? Und das war falsch? Ja, was soll ich denn hier machen? Ich habe da gar keine Option. Vielleicht ist MacPixel Virgin. Er muss selber rein. Und das war richtig! Das war richtig! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war noch richtig. MacPixel ist Virgin. Er musste selber in den Vulkan springen. Oh mein Gott, dieses Spiel macht mich fertig. Muss ich dazu noch was sagen? Ich denke nicht, oder? Boomer Bummer. Save the Day. Anderer Soundtrack? Ja. Es gibt nur zwei Soundtracks. Oh, das sind irgendwie voll die Banger. Hey, DJ. Hier ist also eine Party. Ich bin der neue DJ. MacPixel ist der neue DJ. Oh. Was? Das war richtig? Wo war denn die neue Bombe? Hä? Was? Wo war denn die Bombe? Ich hab das nicht gecheckt. Was ist das für ein Spiel? Das ergibt natürlich Sinn. Bombe entschärft. War die Disc jetzt die Bombe oder was? Hier. Schön. Kinder, seht zu. Lasst keinen Müll einfach so rumliegen. Was ist das denn? Okay. Schwimmbad-Level, man kennt's. Aber Gott, was soll ich denn hier machen? Die hören Musik.
Das ist scheiß Musik. Die muss weg. Komm. Schenke ich dir. Du sollst nicht tanzen, McPixel, du Trottel. Wahrscheinlich ist in diesen Ghetto Blaster oder was es auch immer ist, die Bombe. Ich weiß nicht. Was macht er da? Er tanzt und tritt die Frau in. Das ist so random. Tierspiel ist so geklopft. Okay. Construction Site. So, ich hab jetzt Bock auf einen Red Bull. Hier ist der Red Bull drin. Geldschein. Rein damit. So. Nein, ich wollte doch die Dose. Ist das bescheuert? Weißt du, ich soll die Bombe entschärfen und ich hole mir irgendwie Snacks. Was ist das für ein Quatsch? Oh, eine Schlange. Hallo, lieber Schlange. Du bist doch bestimmt sehr lieb, oder? Sehr lieb. Bevor er in Luft gesprengt wurde, wurde wenigstens nochmal von den giftigen Schlangen gebissen. Das ist doch alles, was zählt. Hallo, Mr. Eskimo, Iglo-Typ. Eskimo darfst du nicht sagen. Inuit. Das hier ist ein Inuit. So, was ist das? Robin, das Walross. Toll, das Walross. Hä, was ist das denn? Da konnte ich doch gar nichts meinen. Aber das hier ist das Komischste ever. Ich habe den Müll weggebracht und wurde dafür bestraft. So. Hey, Sir. Sie haben da ihren Müll liegen lassen. Was essen Sie jetzt? Schmeiß weg. McPixel, du hast auch keine Zeit mehr, du Trottel. Okay. Was? Was? Oh, nee. Der Typ war die Bombe? Der Typ war die Bombe. Und warum geht er hinterher? War das sein Ball? Oh, nee. Kann ich hier rein? Erstmal willst du schwimmen gehen. Juhui. Das war richtig? Und am Ende guckte so eine Art Strohhalm raus. Hat er jetzt den Swimmingpool ausgetrunken? Sag mal. Dieses Spiel, da fehlen mir die Worte. Und warum trittst du mal die Menschen in die Eier? Echt jetzt? McPixel ist so ein Trottel, ey. Ach, da ist die Bombe. Gut zu wissen. Schön. Schön, dass sie auch direkt dann angeht. Wunderbar. Ergibt natürlich Sinn. Natürlich. Okay. Atombombe, eine Tür und die Emergency Key to Victory. So, ich habe einen Schlüssel und mit diesem Schlüssel gehe ich durch die Tür. Ich rette nicht die Welt, ich töte mich selbst. Hi. Was? Kloppt das ordentlich da rein? Oh ne, das war noch richtig, oder was? Was? Warum? Die Giftschlange musste jetzt die Atombombe fressen. Und falls ich richtig schlucken konnte, das reingebrüht mit einem Emergency Key. Das ergibt natürlich Sinn, natürlich. Da ist die Bombe. Hol sie dir. Hä, was soll das denn? Du sollst die Bombe wegschmeißen, das Dynamit. Hä, was war das? Also wir wissen jetzt, im Iglo ist die Bombe. Hier kann ich ja gar nichts machen. Komm, mit Geld zerstören wir jetzt die Bombe. Mit Geld. Natürlich. Was? Der rennt hinter der Bombe her, aber nicht hinter dem Geld? Das Spiel ergibt keinen Sinn. Normalerweise rennen Menschen Geld hinterher und nicht Bomben. Oh Mann. Könnte meinen, der Construction Worker, der wollte alles in Luft sprengen, weil zu wenig Gehalt bekommt. Was soll ich hier tun? Seriously. Seriously. Den Inuit darf ich nicht angreifen. Ich darf die Robbe nicht da rausholen. Ich darf nicht ins Iglo schauen. Ich darf doch gar nichts. Zwei Hände. Was soll ich hier tun? Ich kann doch gar nicht interagieren. So, ohne Scheiß. Hier gibt's nichts zu aufheben. Nichts. Absolut nichts. Das hatten wir alle schon. Bitte, was? Was soll ich denn jetzt tun? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe ja schon alles ausprobiert. Oh, ist das gruselig. Ich muss jetzt irgendwo hinklingen, in Hoffnung, dass da was ist. Kann ich hier irgendwie weiter? Leider nicht. Ja, nimm das jetzt. Nimm das jetzt, du Trottel. Alter, willst du mich verarschen? Hallo, lieber McPixel. Hä, hey, was ist das denn? Das werde ich nie lösen können. Zwar ernsthaft. Nichts ergibt hier Sinn. Ah, ein Schneeball. Auf einmal habe ich einen Schneeball.
Ja gut, damit habe ich wieder neue Möglichkeiten, ne? Lunte aus. Oh, das war voll fierce. Woher soll ich denn wissen, dass ich aus den Schnee einen Schneeball machen kann? Das hat sogar teilweise Sinn ergeben. Sind wir mal ehrlich. Oh Mann. Okidok. Damit wir Kapitel 1 jetzt auch abschließen, machen wir natürlich noch die Runde 3. Blow your mind. Save the day. Okay. Kaffeeladen. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich will Kaffee. Ich will nicht anstehen. Ich hole jetzt mal einen Kaffee. So. Da kennt er nichts. Der McFix. Was macht der da? Der war. Oh, das ist so ein Trottel. Der macht den auf Ex. Aus der Kaffeemaschine in seinem Mund. Ist doch mega heiß. Ist doch normalerweise mega heiß. Oh, ist das bescheuert? Ja, Schweiß weg. Schweiß weg. Hui. Was? Das war auch noch richtig? Das war auch noch richtig. Oh mein Gott, der Feuerlöscher explodiert. Und dann bounced der Aufzug so da drauf. Was? Warum war das richtig? Hier, du kriegst ein Zäpfchen. Ich glaube, das war nicht richtig. Manchmal sind meine dämlichen Ideen ja gar nicht so verkehrt. Man sieht's ja hier. Direkt das Richtige bei so einem sinnlosen Spiel. Uga Buga! Oh, das war wohl der Gastank. Steht aber ganz gut, die gelbe Farbe. Was? Das ist richtig? Das sah so richtig verkehrt aus. Was? Was? Guck, hier ist das Skulltula. Wollen Sie die Spinne vielleicht essen? Weg damit. Der ekligen Spinne. Hau ab. Sag nicht, das war schon wieder richtig. Komm, das war schon wieder richtig. Ey, ich bin nur ein Naturtalent. Das Spiel ist so super sinnlos und ich bin mir auch richtig bekloppt. Ihr merkt schon. Da haben sich zwei gefunden. Es ist hier und ein MacPixel. Sag mal, hier kann ich doch nichts machen, außer diese scheiß Bombe nehmen. Das ist bestimmt verkehrt. Gut, dann nehme ich halt die Bombe. Toll. Hat ja wieder super funktioniert. Was soll ich denn hier machen? Ey, ist das seltsam. Gut. Diesmal drehe ich den Kaffee nicht auf Ex. Ey, sie stehen mir im Weg. Sie stehen mir auch im Weg. Komm, wir nehmen den Eimer. Mithilfe des Eimers. Machen wir uns den Kaffee Deluxe. Was? Ja. Das war das Beste bis jetzt. Oh nee, das war das Beste. Was? Komm, guck mal einmal da raus. Ja, schöne Fischis. Hat uns echt viel geholfen. Beim Entschärfen der Bombe. Echt. Weltklasse. Oh, ist das scheiße. Das Spiel ist so scheiße, das ist wieder geil. Das sind wir mir ehrlich. Okidok. Was mit dem hier? Hatten wir ja schon. Mann, du hast doch da was. Ey. Ah, Hut geklaut. Da fühlt man sich plötzlich so nackt und leer, ne? Ja, und jetzt? Komm, die Bombe kriegt jetzt einen Hut. Was soll ich denn mit dem Hut machen? Mensch. Okay. Die Sachen, die wir noch übrig haben, sind extrem seltsam. Ich glaube, so ein U-Boot könnte man noch rausfinden, aber das hier ist echt heftig. So, ich möchte einen Kaffee. Was hat der da gemacht? Hat er den Ketchup unters Maul geschmiert? Also die Spiel, ne? Es ist. Der Bildungsauftrag freut sich. Der wird echt schlau durch. Vor allen Dingen, am Anfang stand ja, this game can cause brain damage. Ich habe eigentlich vor, das Spiel in ein Stück durchzuspielen. Das stand ja vor wegen, wenn du es zu lange gespielt hast, wirst du bekloppt. Ja, hi. Okay. Angetreten! Und das soll jetzt die Bombe entschärfen, oder was? Und dann natürlich noch Gold.
war jetzt eigentlich das Schlimmste, was du bekommen kannst, weil du so bekloppt warst. Alles ausprobiert hast, was das Letzte warst erst. Gold ist eigentlich das, was du nicht haben möchtest. Oh ja, cool. Kloppt mir der Eimer gegen den Schädel und macht seinen Kaffeevollautomaten kaputt, okay? Das ergibt natürlich Sinn. Aber natürlich ergibt das Sinn. Streng mal euer Gehirn an. Ist doch logisch. So, was ist jetzt hier mit? Wisst ihr was? Kann ich das nicht einfach rausschmeißen oder so? Ich will das rausschmeißen. Was? Jetzt hat er gar nichts gemacht, der Trottel. Jetzt war ernsthaft. Jetzt hat er auch gar nichts gemacht hier im U-Boot. Nein, das muss irgendwas mit diesem Teil hier zu tun haben. Ich habe ja echt nicht mehr viele Möglichkeiten. Ja, wow. Weltklasse. McPixel, du bist echt ein Genie. Echt. Auf so einen Held hat die Welt gewartet. Wie oft hier die Bombe schon hochging. Kann ich dir nicht auf den Hut klauen? Oh Mann. Ich wäre bei Hut. Was ist das? Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich muss wahrscheinlich einfach die Bombe aus dem Fenster schmeißen. Sag ich ja. Ich hab das vorhin nicht gesehen. Hier ist so ein kleiner Griff. Man muss halt manchmal auch schon genau hinschauen. Nur das Problem ist, logisch denken bringt eigentlich nichts. Zumindest nicht in dem Spiel. Juhu! We did it! We finally did it! Richtig cool. I love it. Oh, das war lustig. Das war echt geil. Ja, get gold in all rounds. Wie gesagt, das ist halt kompletter Quatsch. Sind wir mal ehrlich. Hä? Locked. Okay. Weil dafür musst du halt jede Möglichkeit ausprobieren. Das ist ja, weiß ich, dann geht irgendwie der Charme vom Spiel verloren. Ihr seht, das werden wahrscheinlich nur 4 Parts, aber ganz ehrlich, ich habe richtig Bock auf das Spiel, wenn wir auch noch die DLCs. Die Extras, weiß ich nicht. Wuuup. Wird in den Hintern gesungen. Ja, das sind die Sachen, die man noch freischalten kann, wahrscheinlich, wenn man überall Gold macht, aber da habe ich echt keine Lust drauf. Ich finde, dann geht der Spirit des Spiels verloren. Und zwar, dass man random richtig Glück haben kann und es einfach so schafft. Ich werde nicht alles ausprobieren. Gut, mit Kapitel 2 geht es beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Das Spiel ist so richtig random, ist richtig dämlich und mega witzig. Eins der lustigsten Spiele, die ich kenne, wenn nicht sogar das lustigste Spiel überhaupt. Von daher hoffe ich, falls euch ebenso gefallen hat wie mir, Daumen hoch, falls ja. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!